Gegen 10.20 Uhr beginnt der Einsatz von Spezialkräften der Polizei. Schwer bewaffnete Beamte stürmen in das Gebäude. Eine Ausnahmesituation für die Schule, die alle hier offenbar völlig aus dem Nichts trifft, aber auch sofort eine Welle der Hilfe auslöst. Nicht gut, ne? Wir sind gefasst. Also wir erleben eine sehr tolle Unterstützung, sowohl von Seiten unserer unmittelbaren Nachbarn, hier die Stadtsparkasse Wuppertal, die Stadthalle, von Seiten der unmittelbar vorgesetzten Behörde der Bezirksregierung Düsseldorf, aber auch des Landes Nordrhein-Westfalen. Später dann die Bestätigung durch die Staatsanwaltschaft. Der mutmaßliche Täter ist ein Oberstufenschüler des Gymnasiums. Bei Eintreffen der ersten Polizeikräfte vor Ort konnte der 17-jährige Beschuldigte mit Stichverletzungen festgenommen werden. Diese Stichverletzungen hat er sich mutmaßlich selbst zugeführt. Er schwebt nach Angaben der Ermittler in Lebensgefahr. Der Zustand der verletzten Schüler ist offenbar ebenfalls besorgniserregend. Bei dem Angriff wurden mehrere seiner Mitschüler verletzt, zwei davon schwer. Diese müssen derzeit intensivmedizinisch behandelt werden. Alle anderen Schüler des Gymnasiums werden sofort betreut und versorgt. Die Schüler haben mit der Polizei geordnet das Gebäude verlassen. Die haben die sehr gut und auch zügig rausgeleitet, sind dann nach kurzer Wartezeit in die Glashalle der Stadtsparkasse geleitet worden, wo es viele Möglichkeiten gab, mit Leuten, auch geschultem Personal, zu reden. Der mutmaßliche Täter hatte seine Mitschüler mit einem Messer angegriffen. Messer in Schulen, ein Thema, das dem Innenminister nicht neu ist. Beunruhigt mich außerordentlich, aber nicht erst seit gestern, dass wir immer mehr Messerattentaten haben, weil Messerattentaten bedeuten ja dann am besten nicht nur schwere Verletzungen, sondern oft auch Tod. Es stimmt, es bleibt ein Riesenproblem. Am Wuppertaler Dörpfeld-Gymnasium wird es morgen keinen regulären Unterricht geben. Stattdessen soll die Messerattacke mit Hilfe von Psychologen aufgearbeitet werden. Und zum Stand der Ermittlungen sind wir jetzt aktuell noch mal mit unserem Reporter Christian Licht verbunden. Der ist am Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium. Christian, zunächst mal die wichtigste Frage. Wir haben das aus der Pressekonferenz gehört, aber die ist ja auch schon wieder ein paar Stunden her. Wie geht es den verletzten Schülern? Ich habe eben noch mal mit der Schulleiterin gesprochen. Die hat jetzt auch keine neueren Infos. Nur bezüglich einem Schüler konnte sie Entwarnung geben. Der war wohl leicht verletzt und hat das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen dürfen. Eine wichtige Frage ist ja auch immer dieses Warum. Ist denn inzwischen irgendetwas bekannt über die Hintergründe der Tat? Nee, da ist momentan noch nichts bekannt. Auch da kann ich die Schulleiterin zitieren. Die hat gesagt, bei dem Schüler handelt es sich um einen ganz ruhigen Schüler, der in der Vergangenheit wohl nie aufgefallen ist. Und deswegen kam die Tat halt eben umso überraschender. Aber gerüchteweise soll es einen Bekennerbrief gegeben haben. Was weißt du darüber? Also ich weiß, dass es einen Zettel gibt und dieser Zettel ist aufgetaucht und dieser Zettel liegt inzwischen bei der Polizei. Über den Inhalt kann ich nichts sagen. Also da weiß ich nicht, ob es sich wirklich um ein Bekennerschreiben handelt oder was sonst draufsteht. Ich habe mit der Polizei auch eben noch mal gesprochen. Die hat mir auch keine näheren Infos gegeben. Also ja, es gibt einen Zettel. Ob es sich dabei wirklich um ein Bekennerschreiben handelt, das ist unklar. Ist die Polizei denn jetzt eigentlich noch dort am Gymnasium? Also was passiert da gerade im Moment? Also momentan ist es so, dass bis vor einer halben Stunde waren hier hinter mir noch Einsatzfahrzeuge der Polizei. Da waren hier Absperrungen. Das inzwischen, das kann man sehen, ist alles geräumt. Nach und nach verlassen Lehrer das Gelände. Hier gehen auch nach und nach in den Klassenräumen die Lichter aus. Ob selbst Ermittler noch im Gebäude sind, das kann ich nicht sagen. Vorher hat mir die Polizei gesagt, ja, es wird lange dauern. Die Kripo wird lange vor Ort sein. Ob sie jetzt wirklich noch im Gebäude sind, das kann ich nicht sagen. Christian Licht, für den Moment ganz herzlichen Dank nach Wuppertal an das Gymnasium, wo heute Amokalarm war. Dankeschön.